Und willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier bei Drew & Paper. Dieses Mal wird es wieder die Threshold Collection Teil 2 sein. Und wir werden uns ein Spiel mal rausnehmen. Choose Game. Mich interessiert jetzt gerade dieses We Are Not Alone. Das will ich jetzt mal unbedingt spielen. Is an alien-themed game inspired by the trashy horror movies of the 80s with retro graphics and scary and even comical moments. Das sind wir ja gewohnt. We are not alone. Ich glaube, jetzt kommt diese berühmte Kamerafahrt, die dann irgendwo stehen bleibt bei dem Protagonisten oder der Protagonistin. Carl Casey. Das sind wieder die großen drei, oder? Und halt die ganzen anderen, die da noch wahrscheinlich zugesponsert haben und so. So, ja, komm, das ist doch hier wieder, wie wir es gewohnt sind, oder? Das ist hier die Trash Horror Collection. Das ist Raphael Braser, so wie wir ihn kennen. Jetzt fühle ich mich wieder wohl. Ja? Das ist wieder so die Grafik, wo ich sage, ja, bitte weiter so. Okay, wir haben Jake Snacks. Wer ist Jake? 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 Hallo? Jake, wo bist du? Jakey Boy. Jakey Boy. Ah ja, ja, genau. Ah, jetzt fühle ich mich wieder wie zu Hause, ja? Damn crows are ruining my plantation. I need to sort this out. Da ist er ja. Jake. Du kleiner Mops, du. Und da sind die berühmten Fliegen. Ja, sehr gut. Jetzt fühlen wir uns wieder. Ist das da hinten ein UFO? Also ein Mond ist das nicht, ne? Dafür ist es ein bisschen zu oval. Das ist ein. Ja. Das ist ein UFO, oder? Sollten es vielleicht mal im Blick behalten. Achso, ich muss wahrscheinlich zur Vogelscheuche. Was ist das? Ich habe gedacht, was liegt denn da bitte? Gut, wir sollen jetzt wahrscheinlich erstmal die Vogelscheuche wieder aufbauen, damit die Krähen uns nicht nerven. Und wir können. Nee, können wir nicht. Okay, ist eine unsichtbare Wand. So, Krähen, haut ab. So. I think this should solve the problem with the crows. Ja, das wage ich zu bezweifeln. Aber creepy genug sieht's aus. Hat auf jeden Fall den Kopf von. Ach, wie hieß denn das Game? Wo der mit der Sense seine Mutter umgebracht hat und wir dann gegen ihn antreten mussten. Ach Gott, das war das letzte Game, was ich aufgenommen habe, glaube ich, von der Trash. Follow me, go to sleep, follow me. Ja, von der ersten Horror Collection. Da war ja der Typ mit der Sense. Donnerstag der 12., das war's. Das ist doch der Typ hier, oder? Also hier vom Kopf her. Das macht mich da irgendwie ein bisschen unrund da hinten. So. Now I think I'm going to sleep. The day was very tiring. So, Jake. Kannst du auch schneller laufen, so als Hund, oder ist das so deine Standardgeschwindigkeit? Jake, du kannst gerne mit ins Haus kommen. Oder auch nicht. Gut, Jake, bleib draußen. Gönn dir. Mach mal das Licht hier aus. Und wir machen das Licht hier aus. Da noch. Ne, machen wir auch aus. Ist hier noch irgendwo Licht an? Ne. Dann machen wir mal das Klo zu und wir machen das Licht hier aus. Tür zu und wir gehen schlafen. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Jake bellt. What the fuck, I must be dreaming. Entführt mir nicht mein Hund, ich sag's euch. What?
Jake, are you okay, buddy? Follow me. Da ist der Mond. Das andere war auf jeden Fall ein UFO. Rein jetzt. Gucken, ob die Vogelscheuche noch da ist. So, geh schlafen. Sehr gut. Ja, das war ja jetzt sehr merkwürdig. So, okay. Passt. Ah, ich kann nicht schlafen gehen. Das heißt, ich habe irgendwas vergessen. Ja. Angstpipi? Du solltest echt mal dein Klo putzen und auch dein Waschbecken ist ja furchtbar. So, muss mal ganz kurz die Aufnahme kurz mal pausieren. Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall ein UFO gesehen. Die Frage ist natürlich nur, ich habe doch gesagt, geh schlafen. Mir macht so ein bisschen, I think I'm going crazy, I'm going back to bed. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was ich mit dem Hund anfangen soll, weil der ist zwar süß und so, aber der war auch in der Trash Horror Collection im Startbildschirm. Entweder wollten sie keinen Alien abbilden oder mit dem Hund ist dann irgendwas. Jetzt kommen die wieder, oder was? Wehe, ihr glaubt mir meine Vogelscheuche. Lasst euch. Nehmt euch ein paar Kühe oder so. Macht Kornkreise. Oh nein. I got what happened to the crows. I collect them before they start to rot. Echt jetzt? Okay, so hat sich wenigstens das Problem mit den Krähen gelöst, ne? 15 Stück. Okay. Steht da? Bock. So, warte mal. Das muss ich noch mitnehmen hier. Das brauche ich noch. Das. Na. Das, das, das. Und ich muss jetzt den Krähen folgen. Das finde ich ja natürlich jetzt super. Ja, und da sieht man es auch schon am Gesicht. Das ist der von Donnerstag, der 12. I think I got them all. I get rid of them. Gut, dann muss ich jetzt zum... Zerfliegen. Dann muss ich jetzt zum Mülleimer wahrscheinlich. So. Jake must be hungry. I'll give him a treat. So, dann wollen wir mal den Hund füttern. Hey, Jake, wo bist du? Yum, yum. Give snack. Yeah, boy, have a snack. Und bitte friss mich nicht, egal was mit dir ist. So. Ja. Go to sleep. Bin ich fertig? Kann ich jetzt, I'm going to watch TV. I hope there's a good movie on. Ja, hoffe ich auch. Watch TV. Es ist jetzt aber recycelt, ne? Das hatten wir schon bei Poopkiller 2, nur in besserer Auflösung. Der Hund bellt schon wieder. Why won't Jake stop barking? Ja, warum hört Jake nicht auf rumzubellen? Was ist denn da schon wieder? What was it, boy? Is there something in the plantation? Muss ich jetzt wirklich... Shit, have they come back? Wo bist du hingerannt? Du Vieh. Heißt hier, did they come back? Haben die jemals sich zurückgezogen? Waren die jemals weg? Erstmal wusste ich gar nicht, dass sie hier sind. Schon mal das Erste. Okay. Wie geht's dir? Alles gut? Okay. Cool, 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 cool. Ja, gut, ich werde dann mal ich könnte mich mal sowas von gern haben. Jack, Angriff. Ah, go to sleep. Ja, schön. Ich werde mal mich ins Haus zurückziehen und jetzt wird's wieder Nacht. Ganz toll. Jetzt wieder.
Bin schon wach. Jake bellt schon wieder. Oh Mann. Are you seeing something, boy? What's there? Ist das echt eine Frage, die du stellen musst? Ist doch klar, was da ist. Wir haben doch jetzt eh schon gesehen, dass da ein UFO rumgeflogen ist und wir haben gesehen, dass dann Außerirdischer rumgelaufen ist. Ey. Da sieht doch ein Blinder mit einem Krückstock, dass da keine Vogelscheuche mehr ist, sondern Alien. Oh shit. Shit, 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 shit. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nehmen die das ganze Haus mit? Ey, was wird denn das hier? Komme ich nie raus aus der Story? Kann ich mich selbst im Klo runterspülen und entkommen? Boah, habe ich es irgendwie geschafft zu überleben? Ich glaub's ja. They're leaving. Jake, where are you? Jake! Und? Echt jetzt? Follow me. Mit rein in die Bude. Okay, du wurdest nicht dafür programmiert, ins Haus mitzukommen. Kann das sein? Wow. Also, jetzt habe ich schon. I won't be able to sleep after this. I watch the. Ey, wer würde denn jetzt, wenn da Aliens draußen rumlaufen, sich sagen: Ja, du schlafen kann ich nicht, aber ich glaube, vielleicht läuft ja was in der Glotze. Was soll denn das? Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde das tun. Das gleiche blöde Programm, oder? Jake bellt schon wieder. Shit, this night is going to be long. Wenn das einzige Problem wäre. No, Jake, I will kill this motherfucker. Die haben den Hund getötet. Die haben den Hund gekillt. Jetzt hier? Nein, nicht hochbeamen. Wehe dir. Jake. Tja, ich würde mal sagen, das war's für uns, oder? Die Schrotflinte können wir jetzt mitnehmen. Wow, es geht noch weiter. Du bist auf dem Schiff oder wie? Schiff. Ja, krass, es geht weiter.
Ey, du, kannst du mir mal kurz helfen? Ich würde gerne hier aus der Zelle raus und dich umbringen. Okay, oder? Ich bin immer noch auf dem Rachefeldzug, was mein Hund angeht. Was? Jetzt kaputt. Jake, you are life body? Ein bisschen irritiert. Ich versuche jetzt einfach mal hier. Eins, sieben, neun, drei, fünf. Das 17935. Wer hat das da hingeschrieben? Ich muss ehrlich sagen, das UFO sieht von innen so ein bisschen unspektakulär aus. Das? Ich muss einfach gucken, dass ich mich am Laufen halte hier. Der läuft doch jetzt wahrscheinlich wieder zurück. Und in dem Moment kann ich hier um die Ecke, oder? Oha. Ich befürchte, der geht da nicht mehr weg. Wenn die KI so geschrieben ist, dass es so wäre, ist es cool. Okay, gut. Er geht einfach irgendwann mal weg. 17935. Wären wir ganz cool, wenn wir hier weiterkommen würden. Gut, die laufen da irgendwie die ganze Zeit rum und ich muss halt aufpassen, dass sie mich nicht erwischen. Ganz toll. Und hier können sie mich nicht erwischen. Jetzt extra bis hierher gelaufen. Schön, dass sie sich nicht ducken können. Finde ich gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich komme da hinten gar nicht erst rein. Weil die ja ständig da rumlatschen. Das heißt, wenn ich da hinten hingehe, dann nehme ich mich doch auseinander, oder nicht? Wo ist Jake?
6, 7, 9, 3, 5. So, jetzt habe ich irgendwas. Was habe ich jetzt released? Ship Lock. Ein bisschen näher, als ich das haben wollte. Komm, 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 komm. Der hat mich nicht gehört anscheinend. Problem ist, der... Es ist gar nicht so leicht, hier rauszukommen. Weil die ständig hier rumgurken, die Aliens, und ich irgendwie nicht so richtig die Möglichkeit sehe, die irgendwie loszuwerden. Ich meine, wenn der jetzt dann wenigstens dann wieder den Gang hochlaufen würde, hätte ich einen weniger. Aber so richtig will er nicht. Und der da hinten ist ja auch noch am rumlaufen. Das heißt, irgendwie die beiden nerven so ein bisschen. Der läuft jetzt nach oben und der andere läuft nach unten, oder? Genau, der läuft jetzt da hoch. Mit dem habe ich erstmal gar kein Problem. Eine Kunstausstellung. Die haben echt eine Tür da drin. Locked. Na, ganz toll. Na komm. Tür wieder. Ah ja. Jetzt bin ich in einer Kapsel zurück auf dem Weg zur Erde, oder was? Mein Hund ist mit dabei. Ja, das habe ich jetzt erwartet, ne? Das ist so hier Trash-Horror-Niveau irgendwie. Da war dieses Cycle ja schon echt so ein Ausreißer. Ja gut, das war jetzt We Are Not Alone und ja, wir haben unseren Hund wieder und sind von dem Raumschiff entkommen. Haben also überlebt. Cool. Gut, das war's für diesen Part jetzt hier von der Trash Horror Collection Teil 2. Ich danke bis hierhin für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, zu einem neuen Projekt hier bei Drawing Paper. Bis dahin. Bye, bye.